ihr Hübschen. Oh, ist schon wieder so weit. 1000 Fragen an dich. An mich selbst sozusagen. Nein, an mich, an dich. Also an mich. Eine Kooperation mit anderen YouTubern und es werden 50 Videos gemacht in diesem Jahr noch. Oder sind das dann... Kommt das vielleicht wahrscheinlich im nächsten Jahr auch mit weiter? Ah, ist egal. Ich lese euch die Fragen jetzt vor und beantworte euch die Fragen einfach. Und zum Schluss des ganzen Videos könnt ihr euch dann halt die anderen YouTuber auch angucken und da in diese Blog, in diesen... in die Box reingucken. So. 81. Was würdest du tun, wenn du 5 Jahre im Gefängnis sitzen müsstest? 10 Bücher schreiben, mindestens. Wenn ich dann so viel Papier davor kriege oder einen Laptop. Aber ich weiß ja gar nicht, ob mein Laptop kriegt im Gefängnis. Ist das heute schon erlaubt oder nicht? Oder muss ich dann meine Bücher auf die Wände schreiben? Na, ist ja egal. 82. Was hat dich früher froh gemacht? Was hat mich früher froh gemacht? Das, was mich heute noch froh macht. Ich bin da. Und ich, ich bin noch da. Das macht mich froh, so. 83. In welchem Outfit gefällst du dir sehr? Slabber-Outfit. Und ein bisschen... So. 84. Was liegt auf deinem Nachttisch? Bücher, meine Brille, 2 Flaschen Wasser, ein Wecker und Bücher. 85. Wie geduldig bist du? Bin jetzt ganz geduldig und gelassen geworden. So geduldig, dass ich jetzt trotz alledem alle Leute hinterherfahren muss. 86. Wer ist dein gefallener Held? Ich vielleicht? Keine Ahnung. 87. Gibt es Fotos auf deinem Mobiltelefon, mit denen du erpressbar wärst? Nein. 88. Welcher deiner Freunde kennt dich am längsten? Mein Schatzi. Meine Liebe. Naja, aber eigentlich kennt er mich doch nicht so richtig. Also kenne ich mich eigentlich am längsten selbst. So, kann man das sagen. 89. Meditierst du gerne? Ja. 90. Wie baust du dich nach einem schlechten Tag wieder auf? Musik und ein bisschen singen, ein bisschen rumtanzen, ein bisschen Yoga, Sonne tanken, wenn die Sonne scheint. Und ansonsten gehe ich dann mit meinem Hund raus. Dann gehen die Kopfschmerzen auch weg. Das hat heute wunderbar funktioniert. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? 91. Wie heißt dein Lieblingsbuch? Ich glaube, das ist noch nicht geschrieben. Das müssen wir ja noch schreiben. 92. Mit wem kommunizierst du am häufigsten über WhatsApp? Mit meinem Schatzi und mit ein paar Freundinnen. 93. Was sagst du häufiger? Ja oder nein? Jein. 94. Gibt es Gerüchte über dich? Gerüchte? Gerüchteküche ist gut. Ich glaube, da tun sich einige noch ein bisschen, was auch immer. Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. 95. Was würdest du tun, wenn du nicht mehr arbeiten müsstest? 50 Bücher schreiben und dazu mindestens 5 eigene Alben, also Lieder, also bestimmt dann 100 Lieder, nee, warte mal, auf 5 CDs mal 15 Lieder sind, ach egal, irgendwas werde ich dann so machen, das würde ich dann machen, wenn ich dann das andere nicht mehr machen müsste, könnte, bräuchte.
96. Kannst du gut Auto fahren? Ja, nach Stand der Dinge meiner Freunde und mein Schatzi bin ich die beste Autofahrerin der Welt. So. Zumindest nach deren Stand. 97. Ist es dir wichtig, dass dich die anderen nett finden? Nö. 98. Was hättest du in deinem Liebesleben gerne anders? Ach so, Lieblingsleben habe ich gedacht. Nein, falsch gelesen. Was hättest du in deinem Liebesleben gerne anders? Dass wir zusammen sind mehr als 24 Stunden täglich. Also eigentlich 24 Stunden täglich dann. Das würde dann anders sein. Weil zurzeit sehen wir uns nur ein paar Stunden immer mal oder Tage. Ja. 99. Was unternimmst du am liebsten, wenn du abends ausgehst? Kino oder Hunderunde? 100. Hast du jemals gegen ein Gesetz verstoßen? Nö. Kein Kommentar. So, ich glaube, das waren dann auch die nächsten 20, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Ich blick da auch nicht mehr durch. 1000 Fragen sind mir zu viel, Leute. Ehrlich. Okay. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen. Oh, und auf Wiedersehen. Oh, die Sonne scheint noch immer wieder. Oh, so. Ciao.